Was für ein Malfus, also ey, auf jeden Fall, wer immer der Herr hier ist, er ist mit mir im Krankenwagen gefahren und hat den Medic versucht zu bestechen. Hab ich gar nicht, die labert. Alles klar. Ey, wie viel Einheit wollt ihr mir noch geben, Alter? Amonako, mein Leben endet im Knast. Sonst ist er einfach dann schuld. Das kann ich allerdings so bestätigen, genauso wie mein Kollege. Was kannst du bestätigen, Junge? Verpiss mal, geh mal in den Krankenwagen fahren. Ah, fuck, Alter, mein Ding. Ey, Doc. Ah. Ja. Voila. Die Probe war hart. Fahr mich woanders hin. Nein. Glaub mir, es lohnt sich aus für dich. Du brauchst nie wieder arbeiten als Doc. Möchten Sie gleich noch Bestechung haben? Ja, möchte er. Ach, sind auch noch Dings, oder was? Polizei oder was? Sie haben eine Polizistin hier mit drin, die sie gerade niedergeschossen haben. Ja. Ich glaube, das ist jetzt doof. Die könnt ihr einfach irgendwo rausschmeißen. Scheißegal. Soll ich verrecken? Bist du das eigentlich, James? Was für James, ey? Na, sag mir nicht, du bist das. Was für ein James, ey? Ja doch, ich bin James. Malfurs. Ja, der bin ich. Oh, und schon wieder schießt du mich? Ich wollte dich doch gar nicht anschießen. Oh, ich hasse dich. James, aber ne. Ja, es tut mir leid. Ja, es tut dir immer leid. Meinst du, du kannst mich hier rauskriegen? Nein, ich schieß dir wahrscheinlich noch mal eher ins Knie oder so. Komm schon. Geil, ich will immer wieder am Knie operieren. Ich bin doch schon verletzt. Ah, fuck, ey. Ja, noch nicht genug. So, ihr könnt euch gleich drinnen weiter streiten. Bis dann. Ich bin James. Wer ist James? Wer zum Fick ist James? Ich wusste, dass ich die Stimme kenne. Naja. Ja, ich hab seit neuestem so einen anderen Style. Die denkt immer, ich bin James. Die denkt, ich bin James. Oh mein Gott. Oh, fuck. Ah, meinst du, du kannst echt nichts machen? Ich bereue es doch, komm. Nee, definitiv nicht. Ah, oh, fuck, ey. Du weißt, ich habe immer was für dich empfunden. Ich habe es eigentlich nur für dich getan. Nein, wir machen. Ja, natürlich. Für unsere Zukunft. Ah, oh, shit. Mhm. Hier, der Kopf da, der ist bestimmt voll mit Bakterien. Nicht, dass ich eine Infektion krieg. Er betäubt wenigstens mal. Nö. Alter. Ja, sei doch mal ein Mann. Komm. Wenn ja, dich krieg ich auch ran. Ja, dich krieg ich auch noch ran. Dann sehen wir mal, wie Mann du bist. So, das sind wir schon bei der 2. Jetzt haben wir schon die 3. Ah, fuck. Und fertig. Und für die Wundnachversorgung gibt's hier noch 3 Tabletten. Ephedrin, ne? Nö. Ah, schade. Einmal ein Antibiotika, einmal ein Schmerzmittel. Mir, fuck, Jungs, was macht ihr denn hier, Alter? Ich flieg hier ganz unten. Alles easy, schaut mal die Tust, die haben wir abgeknallt, Alter. Bitte, ja, das leider versprechen, was? Wie? Ich kann aufstehen und bin zum Ausgang gehen. Perfekt. Kann ich zum Ausgang, oder was? Ich wurde doch gerade erst operiert. So, schön. Hat schon angelegt. Brauchen sie anscheinend nichts. Gut, ich suche nach ihrem Personalausweis. Ich brauche keine Handschellen. Ich wollte mir nur ein Wasser holen da vorne. Gefangenebefreiung, Flüchtiger kommt dann auch noch da drauf auf ihre Akte. Ich wollte mir nur ein beschissenes Wasser holen, Mann. Das ist mir ehrlich gesagt egal, ob sie das wollten. Ja, dann reicht mir wenigstens ein Wasser. Wir bekommen gerade kein Wasser, nein, sie können gleich ein Knastwasser bekommen. Ah ja, so schnell geht das in den Knast. Ich bin verletzt. Sitzt an der illegalen Langwaffe, hätten wir dann einmal. Ich kümmere mich erstmal um den, der hat gerade versucht wegzurennen. Ey, das ist eine natürliche Waffe. Mord 5 plus kommt da rein, für den versuchten Mord an mehr als 5 Personen. Ich kann nichts dafür, dass ich zwischen meinen Beinen eine Langwaffe habe. Also auf jeden Fall, wer immer der Herr hier ist, er ist mit mir im Krankenwagen gefahren und hat den Medic versucht zu bestechen. Hab ich gar nicht, die labert. Alles klar. Ey, wie viele Einheiten wollt ihr mir noch geben, Alter? Viele. Amonako, mein Leben endet im Knast. Sonst ist er einfach dann schuld. Das kann ich allerdings so bestätigen, genauso wie mein Kollege. Was kannst du bestätigen? Verpiss mal, geh mal in den Krankenwagen fahren. Ah, fuck, Alter, mein Ding. Straftaten ist das dann übrigens, weil das wäre schon wieder Korruption, was dann damit wäre, ne? Also, Grüße. Ich hab gar nichts gemacht. Die labern einfach nur Scheiße, die wollen, dass ich länger im Knast bin. Zu schweigen, sie haben das Recht, will ich aber nicht nutzen. Sie haben das Recht auf einen Anwalt. Ja, ich will, dass sie meine Akten einsehen. Oh. Gut, mache ich. Lese ich dann alles sofort ich, vor. Bin verpflichtet dafür, ja. Sie müssen jetzt mal nachdenken. Besitz einer illegalen Langwaffe, Mord in mehreren Fällen, 5 so plus, Gefangenebefreiung, Flüchtiger, Geiselnahme, schwere Drohung, Angabe falscher Informationen, Aufforderung zu Straftaten. Die Drohung ist ein anderer Fall als die schwere Drohung. Dementsprechend kann ich Ihnen beides vergeben. Notieren Sie da noch, ich werde noch den Agent 86 hier irgendwann reinkriegen. Okay, auch nochmal schwere Drohung. Ja. Ah, fuck.
Ich komme eh aus dem Knast. So. Ich komme eh aus dem Knast, Mann. Weißt du, wer ich bin? Irgendein möchte gern Würfelpark-Gangster. Ja, ja, Würfelpark-Gangster. Kommt doch nochmal schwere Drohung drauf. Ah ja. Ist kein Problem. So, Waffenschein werde ich Ihnen entnehmen. Hatte ich überhaupt einen? Nö, hatten sie nicht, aber ich habe eine Sperre da drauf gesetzt. Ja, mach du mal. Als ob ich irgendeinen Schein brauche, Alter, um eine Waffe zu tragen. Ich trage von Natur aus die Waffe zwischen meinen Beinen, Mann. Das ist ja schön, Herr Brown. Ja. Tun die 102.000 Dollar Strafe und 265 Hafteinheiten ohne Aussicht auf Kaution ja nicht weh? Ah ja, das ist easy. Du weißt gar nicht, was ich verdiene. Deine Kollegen, weil du Angst hast oder was? Komm mal mit die Handschellen ab, wir kämpfen. Schieb dir eine Bombe, du liegst am Monaco. Scheiß Kopf. Hey, du kleiner Pisser. Mit dem Handy da, komm mal her. Mach mir mal die Handschellen ab, ich zeig dir mal, wie das aussieht hier, ja? Klären wir das wie echte Wikinger. Oh fuck. So, das ist also nochmal die schwere Drohung. Was für eine Drohung, Digga, das war ein Versprechen. Mach mir mal die Handschellen ab und ich zeig dir, wer der richtige Mann ist, ja? Lassen Sie mich kurz überlegen. Naja, überleg du mal mit deinem kleinen Erdnusshirn. Nö. Ja, würde ich an deiner Stelle auch nicht machen, bei so mickrigen Eiern. Warte mal, wir haben ja noch mal was, Herr Brown. Ach ja, was denn? Für Strichlisten, wissen Sie das schon? Ach so, für Ihre Schamhaare oder was? So, das sind jetzt fünfmal schon mal. Ah ja, ah ja. Mehr kannst du mir eh nicht geben, weißt du, ich meine? Gönn dir, mehr mach von nur aus 100. Geben. Mal sehen, wie dein General oder wie der Scheiße auch heißt, was der dazu sagt. Sobald mein Anwalt auftaucht. Sobald der Anwalt auftaucht, oder? Ja, das so sieht's schön aus. Ja, ja. Ich hab keine Angst vor dem Anwalt. Ja, aber sollst du auch nicht haben, sondern vor mir sollst du Angst haben. Also geh auf die Knie und vielleicht. Das reicht nicht. Vielleicht bin ich dann noch nachsichtig. Gib seine Taten auf mich, Alter. Lass den frei. Lass den frei, der hat damit nichts zu tun. Anderen Namen hole ich mir auch mal gerade. Alles klar. Ja, du holst gar nichts, komm her. Lass den frei, der Junge hat nichts damit zu tun, ich hab den bedroht. Ich geb's zu. Ey, Army-Typ. Ja? Hier, ich mach eine Aussage, ich hab den Typen bedroht. Den mit der roten Hose da hinten. Der musste das machen. Lass den frei, der hat nichts damit zu tun. Wer ist denn jetzt die Falschaussage? Was für eine Falschaussage, Mann? Kannst du es nachweisen, dass das eine Falschaussage ist? Ja, weil er Williams heißt, nicht William. Ja, das ging nicht darum. Es ging darum, dass ich den bedroht habe, dass er das gemacht hat, weil er das musste. Das geht um die vorherige Falschaussage. Nein, das ist schön. Herr Williams, einmal mit zu mir kommen, hier mit der Mütze. Meinst du mich nochmal? Ja. Da wünsche ich Ihnen noch dazu möchte ich jetzt nochmal Akteneinsicht. Moment, ich will nochmal Akteneinsicht. Das hat sich erneuert, oder nicht? Du musst mir meine Akte vorlesen, also. Ja, muss ich, und? Ja, los. Tja. Dazugekommen sind... Nein, von vorne. Nein, muss ich Ihnen nicht. Bin ich nicht zu. Ja, dann halt. Los. Schwere Drohung, Beleidigung, Rufmord. Angabe falscher Informationen. Was? Hey, Nikolas. Ich hab's Ihnen vorgelesen. Mehr muss smart. Schlau gemacht. Ey, ich hab dich bedroht, Mann. Du hast doch hiermit gar nichts zu tun, Mann. Die sollen dich freilassen. Es tut mir leid, Digga, dass ich dich dazu gezwungen habe. Herr Williams, ich brauch Sie nochmal. Kommen Sie kurz mit. Der Typ hat damit nichts zu tun. Lass den frei. So ein Kopf, Alter. Ich kann mich sehr gut verteidigen, Herr Brown. Ja, mit 17.000 Mann im Rücken, ich auch. Ah, ja. Na, ich sag doch, mach mal meine Handschellen ab. Komm, 1-1, ohne Waffen, Alter. Ich brech dir die Nase. Ich mach deine Brille zu einer Linse, du Affe. Was? Okay, danke dafür. Was, Affe? Ey, Nico, das war noch eine Drohung. Nico, das gibt ja eine Kopfnuss. Bruder, munifiziert den Mono, aber ich bin hier gefesselt, Alter. Ja, hä, dein Kopf ist noch nicht gefesselt, oder? Nein, Bruder, aber ich häng hier an der Theke, hat der mich, weißt du? Uff, ey, was ein cooler Junge. Ja. Mit seinen Eiern. Eier? Oder wenn du so klitzekleine Eier brauchst, um ins FIB zu kommen, Alter, dann wäre ich der General. Ja, ist die Kettenbeleidigung, ja? Deren Aussehen ist eine Beleidigung für unsere Menschheit, Alter. Also, das ist richtig, ja. Scheiß Dreckskops, Alter. Was ist mit den anderen Jungs passiert, ey? Ich glaube, einiges in den Ripp gegangen. Mach keinen Scheiß. Doch, Monty, du und ich haben überlegt. Ich schwör's dir, ne? Hätten wir mal nicht die scheiß Tuss, sondern den Pisser da abgeknallt, Alter. Ist so, Alter. Aber die vermehren sich auch wie am meisten, Alter. Digga, ich glaube, bei denen gibt's keine Ehre oder so, ja? Die ficken einfach alles und jeden. Hauptsache, da kommt Kind, weißt du, ich meine? Hauptsache, die haben noch einen Kopf. Ja, genau. Taser in der Hand halten, ne? Klar, ich weiß, ist cool. Einmal. Ja, Mann, sehr geil. Braucht ihr zwei, ne? Natürlich. Hier. Muss ich hier von 5 Leuten begleitet werden, damit ich hier wegkomme? Ja, fliegt ihr mich wenigstens mit dem Handy, oder was? Einzelhaft.
Was für eins ist das zum Friedhof? Ich nehme mir einmal den Ausweis aus der Tasche. Wir sind immer noch nicht bei Wünsch dir was. Ja, 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 so siehst du auch aus. Ja, ich hätte dir wahrscheinlich besseres Aussehen gewünscht. Hm, richtig. Ja. Wenn sie Leute als Geisel nehmen, passen sie darauf auf, dass sie nicht aus dem Auto fallen. Wenn ich Leute als Geisel nehme, soll ich aufpassen, ja, dass sie nicht aus dem Auto fallen. Was haben sie für ein Content? Was reden sie da? Was redest du da? Ich sag's nur. Leute fallen aus dem Auto, wenn ich die als Geisel nehme? Was? Ja, ich trinke den Tag noch. Und schönen Aufenthalt. Bruder, nimm weniger LSD, Alter. Was hast du für Filme? Ja, dann direkt wieder rein, oder wie? Kommt raus und geht direkt wieder rein in den Umkreis. Weniger LSD. Du bist wenigstens nicht so ein Wuffwuff wie der andere Pisser, ey. Mann, warum kann ich nicht mit dem Heli fliegen, Jungs? Darf ich mit dem... Ich will mit dem Heli. Kommt schon. Ja, ich will mit dem Heli fliegen, Mann. Ey, Heli, bleib mal hier. Fuck, Alter, der ist schon los. Funk mal durch, Alter, der soll mal kommen und mich abholen. Jungs, ich bin nicht einfach irgendwer am Monaco. Ich müsst ihr mit dem Heli fliegen, wenn, dann habt ihr mich verstanden. Die Air Force nimmt keine Leute mit, Leute. Die Air Force nimmt keine Leute mit. Ich nehm die Air Force bald mit. Warum, Menschen, sind sie Rang 12er der Platz oder wie? Was für Platz? Ich kenne die Platz nicht. Ich gehöre zu niemandem. Die Platz sind richtig dufte Jungs, habe ich gehört. Aber vor denen hätte ich auf jeden Fall Respekt, ja, da wäre ich auf jeden Fall vorsichtig. Auch als Staatspisser da. Ja. Ich will erst meine Sachen in den Spind ablegen, okay? Nee, müssen wir nicht, nee. Doch, muss ich. Nee, natürlich, nee, ich hab die Möglichkeit, das ist mein Recht. Ja. Nein, das ist nicht der Recht, das ist auf uns angewiesen. Das ist auf euch angewiesen? Ja, wenn wir uns mal messen. Kommunikation liegt bei Ihnen auch, ne? Ich würde lieber erstmal einen Deutschkurs besuchen. Ja. Leg mal nehmen wir aber auch hier neben ne? Nehmen wir auch hier neben dem Pin. Muss ich jetzt so werden? Vielleicht schon, wenn du schon ein kleines Arsch. Wie viele von euch wollen mit mir reden? Ja, beruhigt euch ja, ich weiß, ich bin Fame, ja. Ey, Jungs, könnt ihr mich mal bitte entlassen, damit ich mein Zeug in den Spind legen kann? Bleiben Sie mal jetzt hier stehen und warten mal. Ja, Sie waren das mit der Mütze da? Jetzt drehen Sie sich bitte nochmal um, ich muss Ihre Handschellen richten. Ja, mach mal. Die haben immer noch das Geld nicht abgenommen, ja? Hätte ich mal mehr ausgenommen. Da drin ist ein Einzelabsteck. So, jetzt können Sie auch noch den Spind benutzen. Ah ja, danke. Ich dachte, das wäre nicht mein Recht. Ey, Püppchen, ich gehe jetzt den Spind benutzen. Ja, ich geh jetzt den weil Spind der Beamte benutzen. Ist dir erlaubt. Nee, sie nicht. Wie ich nicht? Der andere hat gesagt, ich darf. Also, weg da. Ey, behalt euch jetzt mal hier, Alter. Das soll ich gerade sagen, also noch wenn... 116.000, okay, Digga. Ja, dann so folgen Sie gut. Mir ein. Drei Army-Typen mit dem Taser, ja? So eine Respektsperson bin ich, so sieht's aus hier. Begleitet mich mal. Ja, begleitet mich mal lieber. Der Knast hier gehört ab jetzt mir. Achso, der Knast gehört Ihnen. Ich würde sagen, wir bringen ihn in den einzelnen Zellenblock. Ich hätte euch mitgebracht. Passen Sie auf, was Sie sagen, das ist Amtsbewahrung, was Sie machen. Was ist das? Amtswas? Ja, Amtsermaßung ist es noch nicht. Er kann ja behaupten. Ja, warum? Er meint, er wäre hier der Chef hier im Staatsgefängnis. Nein, er hat nicht behauptet, er ist im Staatsbeamter. Alles ruhig. Ich habe nur gesagt, dass dieser Knast hier mir gehört. Ich habe nicht gesagt, dass ich hier ich der Chef bin. Ich hatte gestern schon mal so einen Kandidaten, der Meinung war, ihm gehört die Hotel. Und dann, den habe ich dann einfach mal von Gegenteil überzeugt. Also, ja, aber meine Frage, wo laufen wir überhaupt hin? Zur Einzelhaft. Warum Einzelhaft? Was habe ich denn gemacht, dass ich zur Einzelhaft muss? Haben Sie doch Sie haben es gerade eben schon wieder bestätigt, dass Sie definitiv in die Einzelhaft gehören. Was denn für eine Einzelhaft? Ich will hier Sport machen, ich will hier arbeiten, ja? Können sich in der Zelle ja vergnügen. Ich will mich in der Zelle nicht vergnügen, warum? Wie lange bin ich jetzt in Einzelhaft? Also es gibt ja Mittäterschaft. Kennen Sie doch bestimmt den Begriff. Machen soll, Sie dürfen sich eine Zelle aussuchen. Komm. Ich will nicht in Einzelhaft, was soll ich hier? Nee, dann suche ich die Zelle aus. Ja, such du mal eine aus. Mal nach Ihnen, die erste Zelle. Sehr geil, sehr geil. Habe ich hier auch wenigstens eine Minibar oder so? Negativ. Wir haben aber eine ganz saubere Toilette, wenn es Ihnen weiterhilft. Gar kein Thema. So. Ich bringe nachher einen Toilettenreiniger vorbei, dann können Sie sich damit beschäftigen. Ach was, ich scheiß eh aufs hier, ins Waschbecken. Oder ins Waschbecken. Dann wünsche ich Ihnen viel Spaß dabei. Wann komme ich hier raus aus Einzelhaft? Ja, das werden wir sehen. Ja, das ist... Wenn Sie sich gut benehmen... Was gibt's hier irgendwelche Regeln im Knast und zau ich hier alles windelweich?